Wir können jetzt überleiten zu unserer nächsten Expertin. Ich begrüße jetzt sozusagen nochmal ex officio die ja bereits zugeschaltete Frau Kollegin, Professorin Dr. Nadine Bergner von der TU Dresden. Sie ist Professorin für Didaktik der Informatik. Nun wechseln wir sozusagen ein bisschen das Sujet. Wir haben uns ja gerade ausführlich über Design unterhalten. Wir glauben schon, auch in der AG, dass das Design eine wichtige Rolle spielen wird, zentrale Rolle spielen wird in Zukunft für die Umgestaltung der Hochschulen. Aber wir sind uns, und natürlich nicht nur wir, auch einig, dass der Informatik als Wissenschaft, als Studienfach und als schulisches, aber vor allen Dingen auch als außerschulisches Lerngebiet eine noch weiter wachsende Bedeutung für die weitere Gestaltung der Gesellschaft zukommen wird. In diesem Zusammenhang sehen wir, Frau Professorin Berger, ist klar, dass sich das Fach auf diese Zukunft in gewisser Hinsicht vorbereiten muss. Und sie wirkt in einem besonders wichtigen Feld darauf hin, wenn die Informatik den zukünftigen Anforderungen und Herausforderungen fachlich, aber auch gesellschaftlich gewachsen sein soll, dann müssen die EntscheiderInnen und VerantwortungsträgerInnen von morgen, von denen ja auch gerade Frau Joost gesprochen hat, sie müssen heute die Grundlagen der digitalen Anwendung verstehen lernen. Und diese EntscheiderInnen und VerantwortungsträgerInnen von morgen, das sind die Kinder und Jugendlichen von heute. Insofern ist es hochinteressant, dass Frau Professorin Berger deshalb an der TU Dresden ein entsprechendes beispielhaftes Projekt entwickelt hat, um Kindern und Jugendlichen weit über den schulischen Rahmen hinaus die Möglichkeit zu bieten, ein klischeefreies Verständnis von Informatik zu entwickeln und gegebenenfalls eben auch eine Motivation für spätere Studien oder Berufswahl. Also auch sie geht den Weg in die neuen Räume. Wir sehen darin ein typisches Beispiel, wie sich das Selbstverständnis und das Aufgabenspektrum des Fachs Informatik ebenfalls zukunftsbezogen verändert und erweitert. Es ist zu fragen, welche Rolle solche Veränderungen auch hier im Hinblick auf das Gesamtverständnis einer Hochschule spielen oder spielen könnten. Diese Frage werden wir uns stellen müssen. Aber jetzt freuen wir uns zunächst mal, liebe Frau Bergner, auf Ihr Statement. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und wie gerade schon angekündigt, möchte ich Sie mit auf eine Exkursion zu den fast jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Gesellschaft, nämlich den Kindern und Jugendlichen, bringen. Denn ich bin der festen Überzeugung und natürlich damit nicht alleine, dass wenn wir über solche spannenden Themen wie künstliche Intelligenz, Big Data sprechen, die unser ganzes Leben verändern werden, heute und in den nächsten Jahren, dann müssen wir auch die Jüngsten mitnehmen in diesem Prozess. Und deswegen habe ich einen kleinen Vortrag vorbereitet, wie sich die informatische Bildung als Überbegriff zu dem Ganzen von der Grundschule bis eben ins Studium, und da adressiere ich vor allen Dingen auch die Lehrkräfteausbildung, denn die sind natürlich der Schlüssel dafür, dass die nächste Generation auf diese Themen vorbereitet ist. Deswegen zum Einstieg, weil wir hier so eine interdisziplinäre Gruppe sind und ganz gemischt, kurz ein Statement dazu, wer ich eigentlich bin und was meine Rolle hier drin ist. Also ich sehe mich als Kämpferin für mehr informatische Bildung für alle. Das ist mir ganz wichtig. Das betrifft natürlich auch den Informatikunterricht, wie er an den Schulen stattfindet. Da sind zwei Ziele zu erreichen. Das eine ist, dass wir überhaupt flächendeckenden, also mehr Informatikunterricht brauchen. Und das andere Ziel ist, dass dieser vielleicht an gewissen Stellen moderner, attraktiver werden muss, um eben solche Themen, über die wir hier sprechen, überhaupt adressieren zu können. Als drittes bin ich überzeugt davon, dass die Lehrerbildung, damit meine ich sowohl das Lehramtsstudium als auch die Lehrkräftefortbildung als ganz wichtige Komponente, zumindest einer der Schlüssel ist, dass wir mit unserer gesamten Gesellschaft da in eine Zukunft starten können, die die Kinder und Jugendlichen, also die Bürgerinnen und Bürger von morgen, besser auf diese Welt vorbereiten. Ich bin gewillt, wie Sie alle auch, und gemeinsam mit Ihnen die Welt zu verbessern, und zwar natürlich die digitale und auch die analoge. Aber, und das möchte ich hier dazu sagen, ich bin zumindest noch keine Expertin für die Themen KI, Big Data und Algorithmen, also zumindest
sehe ich mich nicht als eine solche und insgesamt natürlich ganz neugierig auf unsere Diskussion gleich im Anschluss. Als erstes, der Nils, der als erstes heute gesprochen hatte, hat es schon so ein bisschen angerissen. Aus unserer Perspektive der Didaktik der Informatik kann man diese Themen immer auf zwei Arten und Weisen sehen. Die eine Art ist wirklich als Lerninhalt, also dass wir mit Lernenden von Grundschule eben bis zum Studium und auch noch weit darüber hinaus über diese Themen etwas erlernen möchten. Und das andere ist tatsächlich als Lernwerkzeug, also wie wir beispielsweise KI in der Bewertung von Klausuren einsetzen können. Ich konzentriere mich in diesem Vortrag auf den linken Kreis, also auf den Lerninhalt. Als erstes, was ist überhaupt das Ziel? Wir sagen immer, alle Menschen müssen soweit informatische Grundkompetenzen beherrschen, dass sie eben in der Lage sind, in unserer immer stärker digitalisierten Welt mitreden, mitdiskutieren, natürlich mitentscheiden, auch politisch entscheiden zu können und vor allen Dingen mitgestalten. Das ist uns ganz wichtig. Wir versuchen schon, junge Kinder in die Lage zu versetzen, nicht nur als passive Nutzer und dann vielleicht sogar irgendwann auch ängstlich diesen neuen Entwicklungen gegenüberzustehen, sondern wirklich sich in die Lage zu versetzen, mitzugestalten. Und dann kommen gleich ganz viele Punkte, die auch Frau Just gerade schon gebracht hat, ob es darum geht, eben mit Grundschulkindern schon erste Einblicke in Programmierung zu gewinnen. Damit verbunden sind natürlich zwei wichtige Fragen. Die erste ist, was sind überhaupt diese informatischen Grundkompetenzen? Und das ist bei weitem nicht geklärt. Also es gibt keinen Katalog, aus dem wir jetzt einfach darauf zurückgreifen könnten und wissen, was soll denn jede Person beherrschen? Was soll vielleicht jede Person beherrschen, die in einer gewissen Berufsbranche, beispielsweise in der Medizin oder eben in der Politik tätig ist? Und auf der anderen Seite natürlich immer die Frage, wo, wann und auch wie sollen denn diese Kompetenzen nun erworben werden? Deswegen habe ich meinen Input an fünf Herausforderungen aufgezogen, die sich sowohl an die Schule als auch an die Hochschulen richten, wobei manche Herausforderungen an der Schule größer sind und andere an der Hochschule vielleicht größer wird. Als erste Herausforderung die technische Ausstattung. Da richten wir uns natürlich nicht nur an gängige Informatiksysteme, sagen wir, also Laptops, Tablets, PCs, sondern wir reden natürlich auch über Ausstattung, die es uns ermöglicht, Themen wie eben Algorithmen, wie Programmierung, wie auch künstliche Intelligenz mit den Lernenden gemeinsam zu erarbeiten. An dieser Herausforderung möchte ich mich hier jetzt gar nicht weiter aufhalten. An den Hochschulen ist die tatsächlich gar nicht so groß. Die sind meistens finanziell soweit ganz gut aufgestellt, dass sie sich da die ein oder andere auch wirklich moderne Technologie leisten können, mit dem man solche Konstrukte an die Studierenden vermitteln kann. Und für die Schulen gibt es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, der jederzeit in aller Munde ist, der Digitalpakt. Der löst natürlich nicht alle unsere Probleme, aber zumindest auf der Hardware-Ebene, also der Hardware-Ausstattung der Schulen, bringt uns das schon einige Schritte voran. Spannender ist das nächste Kapitel, nämlich die Rahmenvorgaben und Curricula. Und da möchte ich Sie mal mitnehmen in die Welt der Schule, also was gerade im Bildungsbereich passiert. Und auch da hat Nils Pinkwart heute Morgen schon die ersten Papiere angerissen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier auf die übrigen. Zum einen ist es ein Dreieck, das haben wir in ähnlicher Form heute Morgen schon mal gesehen. Das ist jetzt das sogenannte Dachstuhl-Dreieck, der Vorgänger des Frankfurter Dreiecks. Wir haben verschiedene Papiere, dieses der Kultusministerkonferenz kennen wahrscheinlich alle zur Bildung in der digitalen Welt. Und aus diesen beiden und vielen weiteren Grundlagen haben sich alle Bundesländer auf den Weg gemacht und in ähnlicher Form Papiere entwickelt. Ich selbst war lange Zeit an der RWTH Aachen und bin jetzt an der TU Dresden. Deswegen kommen die Beispiele immer aus NRW und Sachsen. Das gilt aber wirklich für alle 16 Bundesländer, die das in ähnlicher Art und Weise zu Papier gebracht haben. Was hier in Sachsen noch ganz spannend ist, neben diesen Kompetenzrahmen, die sich meistens um Medienbildung, Medienkompetenz drehen, gibt es hier auch Eckwertepapiere, ebenfalls wieder eines zur Medienbildung, aber auch eines zur informatischen Bildung. Und das ist schon mal ein ganz wichtiges Statement, dass sich zumindest die Kultusminister hier in Sachsen auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, informatische Bildung betrifft alle. Das ist kein Papier für den Informatikunterricht, das ist ein Papier für jedes Schulfach, jede Lehrkraft, egal ob an der Grundschule oder an dem berufsbildenden Gymnasium am Ende.
Alle sind aufgefordert, ein gewisses Maß an informatischer Bildung mit den Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten. Ein ganz spannender Einblick ist da auch der Medienkompetenzrahmen in Nordrhein-Westfalen. Den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, wird darüber gesprochen, wie Kinder und Jugendliche Informationen sich erarbeiten müssen. Aber was jetzt spannend ist, es gibt einen 6. Kompetenzbereich, der wesentlich stärker in die Richtung geht, die wir uns jetzt hier heute anschauen, also in das Problemlösen und Modellieren. Insgesamt stecken da diese 4 Kompetenzen hinter. Wer möchte, kann sich das natürlich auch in Ruhe einmal durchlesen. Es ist alles öffentlich zugänglich. Entscheidend hier ist, dass wirklich als Grundvoraussetzung für alle Kinder und Jugendlichen solche Kompetenzen wie das Erkennen von Algorithmen, das Modellieren und selber Programmieren, also da kommen wir genau in dieses Machen, über das wir eben schon geredet haben, die zumindest zukünftigen Generationen sollen sich nicht ausgeliefert fühlen, sollen nicht denken, Algorithmen machen etwas mit ihnen, sondern sollen selber aktiv Algorithmen gestalten können und sie sollen auch ein Verständnis dafür entwickeln, wie Algorithmen zu deuten sind. Und das ist natürlich gerade im interdisziplinären Kontext, beispielsweise, wenn Algorithmen plötzlich darüber entscheiden, ob wir einen Hauskredit bekommen, ob wir eine bestimmte medizinische Behandlung bekommen, ob wir vielleicht auf einer Beobachtungsliste landen, dann sollten wir uns alle im Klaren darüber sein, was Algorithmen können und was sie auch eben nicht können, also wo auch die Grenzen von Algorithmen liegen. Ich hatte es eben schon kurz gezeigt, wir reden über Medienkompetenz und informatische Kompetenz und eine für mich ganz nette Zusammenkunft dieser beiden Disziplinen ist das sogenannte Dachstuhl-Dreieck. Hier hat man die digital vernetzte Welt als das Ziel, als die Welt, in der wir leben, in die Mitte gesetzt und 3 Perspektiven erarbeitet. Das eine ist die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive. Das knüpft auch an das an, was wir eben besprochen haben, dass natürlich auch Informatikerinnen und Informatiker in der Lage sein müssen, die gesellschaftlichen Auswirkungen beispielsweise eines Programms, das sie entwickeln, einzuschätzen und entsprechend zu reflektieren. Wir haben natürlich die anwendungsbezogene Perspektive. Das sind wir alle als Nutzerinnen und Nutzer dieser neuen Technologie. Und aber auch, und das ist uns aus der Informatik ganz wichtig, die technologische Perspektive. Also alle sollen auch zu einem gewissen Grundmaß das Ganze technologisch durchschauen, um eben darüber mitdiskutieren und am Ende entscheiden zu können. Was man jetzt machen kann, ist, man kann gewisse Fragestellungen in die Mitte dieses Dreiecks setzen. Eine solche Fragestellung ist beispielsweise die Frage, warum braucht man sichere Passwörter? Zu dieser Frage haben mich Kinder gebracht, die gefragt haben, warum ist es denn so wichtig, dass ein Passwort so kompliziert und aus mehreren Sonderzeichen und aus ähnlichem bestehen muss. Wer setzt sich denn schon hin und versucht irgendwie mein Passwort zu vielleicht Social Media oder zum Schulaccount oder Ähnlichem zu knacken. Und da ist uns erst aufgefallen, was für ein Bild Menschen vom Thema Hacking, vom Passwortsicherheit haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben nicht nur die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, die sich natürlich damit beschäftigt, dass Daten im Internet geschützt werden müssen. Überhaupt, was sind erstmal schützenswerte private Daten? Wo muss man sich vielleicht als Nutzerin und Nutzer auch ausweisen, dass man beispielsweise ein Mindestalter erreicht hat? Und daneben entsprechend auch die anwendungsbezogene Perspektive, also dass man versteht, wie eben sichere Passwörter gebildet werden, vielleicht auch versteht, warum ein Passwortmanager hilft. Das geht dann schon über in die technologische Perspektive. Denn erst da wird einem klar, dass wir hier nicht über Menschen reden, die Passwörter ausprobieren, sondern über Algorithmen, die eben auch mit großen Datensätzen dahinter, die beispielsweise mit dem ganzen Duden in Sekundenschnelle viele, viele, viele Passwortkombinationen ausprobieren können. Und man dann sehr schnell sieht, warum natürlich ein normales deutschsprachiges Wort kein gutes Passwort wäre. Das Ganze kann man aber auch an dem Thema künstliche Intelligenz aufziehen. Auch das haben wir viel schon mit Kindern, auch schon der 5. und 6. Klasse diskutiert. Wie intelligent ist bzw. wird denn KI überhaupt? Und auch da haben wir wieder in der gesellschaftlich-kulturellen Perspektive sehr viele ethische Grundfragen, die wir beantworten müssen, die es vorher vielleicht noch gar nicht gab. Wenn wir beispielsweise über autonom fahrende Autos reden, das wird auch ganz jungen Kindern direkt klar, dass da Entscheidungen getroffen werden müssen, wie ein solches Auto reagiert, wenn es denn in eine Notsituation kommt, die nicht schadenfrei vielleicht zu überwinden ist.
Genauso müssen wir uns Gedanken darüber machen, wo wünschen wir uns den Einsatz von KI und wo vielleicht auch eben nicht. Also welche Entscheidungen möchten wir gerne Maschinen überlassen, weil sie einfach schneller und vielleicht auch gerechter treffen können als wir Menschen? Und an welchen Stellen möchten wir doch, dass Menschen das letzte Wort haben und darüber entscheiden? Die anwendungsbezogene Perspektive ist hier ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, dass KI keine Zukunftsvision ist, sondern es ist hier. Es ist jeden Tag da. Wir haben es in gewisser Form alle in der Hosentasche. Also schon die Spracherkennung unserer Smartphones, viele Hilfsroboter, ob es jetzt der Rasenmäher- oder Staubsaugerroboter zu Hause ist, aber natürlich auch bei der Krankenversorgung, also in wirklich lebensnotwendigen Situationen haben wir schon im Einsatz. Und gerade bei den Kindern, die kennen natürlich auch einiges an Kinderspielzeug. Was eben wichtig ist, ist, dass Menschen verstehen, was dahinter steckt, zumindest eben wieder in Grundzügen. Das kann man am Beispiel von Chatbots machen oder grundsätzlich, wie funktionieren überhaupt Sensoren und Aktoren? Also wie kann ich mit einem Informatiksystem interagieren, was nicht über Maus und Tastatur, wie man es noch klassisch gewohnt ist, sondern über meine Armbewegungen beispielsweise, wenn ich jetzt über solche Fitness-Tracker rede. Und entsprechend, wie kann ein autonom fahrendes Auto ein Kind erkennen, das auf die Straße läuft? Wie sicher ist das? Was muss ich dafür tun? Wie müssen wir vielleicht auch unsere Straßen, unsere Verkehrssituation umgestalten? Als dritte Herausforderung, das ist in Deutschland im Bildungssystem immer das Argument schlechthin, ist es die Unterrichtszeit. Es ist natürlich notwendig, dass wir Platz dafür schaffen, dass es uns gelingt, Kinder und Jugendlichen im Laufe ihrer Schullaufbahn und natürlich auch, wir sagen mal, lebenslanges Lernen auch darüber hinaus mit diesen Themen in Kontakt zu bringen. Dafür Sie ein kleiner Einblick hier einmal, wie es in Deutschland denn so steht um die informatische Bildung. Der gute Punkt ist, dass die roten Felder, die es noch bis vor wenigen Jahren gab, jetzt wirklich verschwunden sind. Also wir haben kein Bundesland mehr, was es ausschließlich integrativ, das heißt gar nicht irgendwie als eigenes Fach, sondern nur in Anführungszeichen darüber, dass Lehrkräfte anderer Fächer das mitunterrichten sollen, sondern alle 16 Bundesländer sind jetzt zumindest so weit, dass es als Wahlfach zur Verfügung steht. Das heißt natürlich immer noch, dass einige Jugendliche aus der Schule kommen werden, egal welcher Schulform, auch beispielsweise Abitur gemacht haben, ohne mit informatischer Bildung in Kontakt zu kommen, solange es nur ein Wahlfach ist. Aber es machen sich auch immer mehr Bundesländer, und das sind gerade tolle Entwicklungen, auch in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, in dem Informatik ja jetzt als Pflichtfach in der 5. und 6. Klasse eingeführt wird, auf dem Weg, dass es immer grüner wird in Deutschland. Im doppelten Sinne ist das für uns wünschenswert. Aber es ist schlicht und ergreifend so, dass zumindest aktuell noch einige Jugendliche aus der Schule gehen werden, ohne damit in Kontakt zu kommen. Wie man das Ganze aber machen kann, und zwar schon für die ganz Kleinen, zeige ich hier mal an einem Beispiel. Und zwar gibt es für die Grundschule, für das Fach Werken, das gibt es hier in Sachsen, an den Grundschulen, einen neuen Lernbereich in der 4. Klasse. Und der heißt ganz explizit Begegnung mit Robotern und Automaten. Also da haben wir es wirklich schwarz auf weiß, wenn man so will, verankert. Wir bieten dazu natürlich auch entsprechend viele Fortbildungen an, denn das ist seit letztem Sommer ein komplett neuer Lernbereich. Und jetzt müssen plötzlich Personen, Grundschullehrkräfte, das unterrichten, die selbstverständlich keine informatische Ausbildung vorher genossen haben. Was versteht jetzt das Kultusministerium darunter? Das versteht darunter einmal so Dinge wie Eingabeverarbeitung, Ausgabe, also dass die Kinder einfach verstehen, wie interagiere ich als Mensch mit einem solchen System, und als zweites aber tatsächlich auch schon direkte Programmierung. Und da ist beispielsweise der Calliope Mini, der ja seit einigen Jahren in Deutschland viele Schlagzeilen gemacht hat, ein tolles Werkzeug, genau solche ganz simplen Ansätze von Programmierung zu verstehen, auch wie zwei Geräte, also zwei Calliope Minis beispielsweise, miteinander kooperieren können, wie das Ganze funktioniert, kann dort vermittelt werden. Aber auch ein ganz anderer Blick ist spannend, nämlich in Lehrpläne ganz anderer Fächer. Wir reden jetzt hier von dem Fach Gemeinschaftskunde, Rechtserziehung, Wirtschaft heißt das. In vielen anderen Bundesländern wäre es wahrscheinlich eher dem Politikunterricht zuzuordnen. Und hier gibt es in Sachsen auch einen zwar noch Wahlbereich, das heißt, er muss nicht absolviert werden. Die Lehrkraft hat da eine entsprechende Auswahl. Aber sie kann sich mit Digitalisierung und sozialem Wandel beschäftigen. Und da steht sogar explizit künstliche Intelligenz schon im Lehrplan.
Und das heißt natürlich, dass wir die angehenden und auch aktiven Lehrkräfte überhaupt erstmal fit machen müssen, solche Themen zu unterrichten. Denn auch die meisten, die beispielsweise Politiklehramt studieren, haben nicht unmittelbar immer dann auch noch ein Informatik- und ein technisches Lehramtsfach dabei. Also auch hierzu passiert gerade ganz viel. Bei uns wird es ab Januar nächsten Jahres das erste Mal pilotiert als Fortbildung, dass wir eben genau diese Brücke schlagen zwischen informatischen, technischen Inhalten zu den gesellschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, hier eben der Politikdidaktik. Eine weitere Herausforderung, auch das sprach Frau Joost eben schon mal an, sind die Lehr-Lern-Materialien. Ganz viel natürlich als Open Education Resources, also als freie Werkzeuge zur Verfügung. Da kann man festhalten, es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Programmier-Lernwerkzeuge, also ganz viele verschiedene Tools. Manche sind offline, manche online, manche brauchen noch gesonderte Hardware. Aber da hat man als interessierte Lehrkraft wirklich eine Riesenauswahl, auch an den zugehörigen Lernmaterialien, die dazu zur Verfügung stehen. Etwas knapper wird das Ganze, wenn man sich jetzt die anderen Themen, die also über Algorithmen, die also als Grundlage des Verständnisses dienen, dann hinausgeht. Da wird es schon ein bisschen dünner, was Big Data und KI anbelangt. Aber auch da gibt es mittlerweile wirklich tolle Projekte. Eines ist das Projekt ProDaBi. Da geht es wirklich darum, dass man diese Themen, also Data Science, Big Data, in die Schule bringt. Hier ist das ein Projekt, was noch läuft. Es ist also ganz viel in der Entwicklung für die Sekundarstufe 1 und auch für die Sekundarstufe 2, um Jugendlichen eben diese Themen näher zu bringen. Ein weiteres Projekt, das ich sehr, sehr spannend finde, ist das Projekt AI Unplugged, also praktisch KI ohne Technik könnte man es übersetzen. Und auch da gibt es Lernmaterialien von der Grundschule bis zur Oberstufe, wo man mit Kindern und Jugendlichen auf ganz einfache, spielerische Art und Weise einfach mal zeigen kann, wie funktioniert denn zum Beispiel hier diese Kategorisierung, diese Gesichtserkennung oder Emotionserkennung, was ja tatsächlich für Maschinen wesentlich schwieriger ist als für uns Menschen. Das ist auch für die Kinder mal interessant zu sehen, wo denn Maschinen schlechter sind als wir Menschen. Manchmal muss man dazu sagen, noch schlechter sind als wir Menschen. Wir wissen ja alle nicht, wo es hingeht, wie weit es denn dann gehen wird. Ob wir irgendwann mit künstlichen Intelligenzen so zusammenleben werden, dass wir vielleicht gar keinen Unterschied mehr merken. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Auch das diskutieren wir viel mit Kindern und haben einen Workshop zum Thema künstliche Intelligenz, der so ab Klasse 8 eingesetzt werden kann, aber auch für Erwachsene. Also da kommen wir wirklich so ins lebenslange Lernen. Es gibt wirklich viele erwachsene Menschen, die sich auch für diese Themen interessieren. Chatbots eben als ein sehr simples Beispiel, wie so eine einfache künstliche Intelligenz funktionieren kann. Manche Menschen haben sogar schon mit Chatbots gechattet oder auch telefoniert, vielleicht ohne es zu merken, die also die einfachen Fragen nach Öffnungszeiten oder Ähnlichem durchaus auch schon ganz alleine beantworten können. Dann das Thema Bilderkennung, auch das ist für viele ja ganz spannend. Das hört man ja schon, dass da die Informatiksysteme den Menschen also noch weit unterlegen sind, wie die trotzdem trainiert werden können, wie das mit den Trainingsdaten funktioniert. Wir haben eben schon mal gehört, wie unterschiedlich das sein kann, wenn die Trainingsdaten zum Beispiel sehr stark nach Gender oder nach Hautfarbe spezifisch ausgewählt waren. Das kann auch ganz unabsichtlich natürlich passieren. Und welche Auswirkungen das dann beispielsweise für Gesichtserkennung der Menschen hat, die nicht in diesen Trainingsdaten vorhanden waren. Für die Kinder natürlich immer ganz spannend, alles was Richtung Spiele-KI geht. Alle haben schon mal gegen eine künstliche Intelligenz gespielt und wollen sich natürlich gerne damit beschäftigen, wie man die einerseits besiegen kann. Die hat natürlich auch ihre Schwachstellen, aber andererseits natürlich auch spannend, selber daran mitzuentwickeln, also so eine KI, die ein Spiel spielen kann, selber mitzugestalten. Und als letzte Herausforderung, und das ist jetzt nochmal die klare Brücke auch zur Hochschullehre, über die wir hier reden, denn das Ganze funktioniert nur, wenn wir Menschen haben, die gewillt sind und in der Lage sind, solche Themen mit anderen jungen oder alten Menschen gemeinsam zu erarbeiten. Und das ist entsprechend super wichtig, dass wir da mehr Möglichkeiten schaffen. Also der Lösungsansatz hier ist natürlich einerseits das Informatik-Lehramtsstudium selber, was wir aufbauen wollen, aber auch die Weiterbildung, die dazugehören. Also das Erste
ist, dass wir Lehramtsstudierenden aller Fächer, aller Schulformen eben dazu bringen müssen, diese informatischen Grundkompetenzen zu beherrschen, um dann in ihren Fächern, beispielsweise im Fach Politik, solche Dinge wie welchen Einfluss haben Social Bots auf politische Meinungsbildung, diskutieren zu können. Denn das kann man eben nur, wenn man verstanden hat, wie Bots funktionieren, wozu Bots in der Lage sind, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie trainiert werden. Und das andere ist natürlich ein Problem, was wir wirklich deutschlandweit haben. Wir haben viel zu wenig Fachlehrkräfte, also die das Fach Informatik oder damit zusammenhängende Fächer, das heißt ja manchmal auch ein bisschen unterschiedlich, wirklich fundiert unterrichten können. Und beides, an beiden Herausforderungen müssen wir arbeiten, dass wir das in den Griff bekommen. Und das Ganze darf natürlich nicht enden, wenn Lehrkräfte ins Referendariat und dann vielleicht bis zu 30 Jahre als Lehrkraft tätig sind, sondern wir müssen unbedingt die Fortbildungslandschaft weiter ausbauen. Wir müssen verschiedene Methoden, also ob es jetzt Online-Fortbildung, Blended Learning, E-Learning, Präsenzfortbildung sind, und das alles, um das Gesamtziel zu erreichen, dass wir offene Lehrkräfte haben, die Lust haben, mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam auch solche neuen Themen, und die sind ja, werden auch in den nächsten Jahren kommen, unzählige. Wir können ja nicht wissen, was in 5 Jahren vielleicht eine Technologie auf dem Markt ist, die wir dann irgendwie verstehen müssen, mit der wir arbeiten wollen und vielleicht auch was Kreatives gestalten wollen. Deswegen brauchen wir ein neues Lehrerbild. Auch das fiel heute schon mal, die Lehrkraft ist nicht mehr der Allwissende, sondern es ist jemand, der mit den Lernenden gemeinsam sich auf den Weg macht, was Neues zu lernen. Und dafür brauchen wir Interesse, natürlich Neugier, Mut und aber auch die fachliche Kompetenz hinsichtlich dieser informatischen Themen. Auch hier haben wir uns einen kleinen Lösungsansatz überlegt. Wir nennen es das Teaching Lab. Das soll ein Klassenzimmer der Zukunft sein, was wir jetzt hier gerade aufbauen, indem wir alle Lehramtsstudierenden einladen, egal welcher Fächerkombination, und in einem ja modern ausgestatteten Klassenzimmer, wie es in den Schulen dann vielleicht in den nächsten 15 Jahren dann auch der Fall ist, Dinge auszuprobieren, auch diese digitalen Medien zum kollaborativen Lernen zu nutzen. Das sieht man insbesondere auf dem mittleren Bild. Das ist so ein Multitouch-Display, an dem die 4 Kinder gemeinsam ein Problem lösen. Also gerade diese Kritik oder diese Befürchtung, dass digitale Medien uns alle zu Einzellernenden machen, die nur noch vor ihrem Laptop sitzen, mit dem möchten wir natürlich aufbrechen. Die digitalen Medien können und sollen natürlich auch genutzt werden, um gemeinsam kollaborativ und zumindest soweit Corona es uns im Moment zulässt, auch wirklich in Präsenz, live in einem Raum zu lernen. Dazu gehen wir gerade verschiedene Schritte, sodass wir das Material ausarbeiten, natürlich den Raum ausstatten und das Ganze am Ende natürlich auch an andere Hochschulen transferieren möchten. Bei uns ist es beispielsweise auch mit einem Promotionsprojekt verbunden, das sich darum kümmert, was sind denn eben diese informatischen Grundkompetenzen und wie kann ich die eben von der Grundschullehrkraft bis zur Lehrkraft der berufsbildenden Schule, von katholischer Religion über Kunstgeschichte, aber natürlich auch Mathe, Physik und Informatik vermitteln. Insgesamt die Frage, wo kann und soll es hingehen? Das Ziel ist, dass wir mehr informatische Bildung oder mehr Bildung zu den Themen Algorithmen, Big Data und natürlich künstlicher Intelligenz schaffen. Wir versuchen alle zu erreichen oder möglichst viele. Und für mich sind da tatsächlich die Lehramtsstudierenden und schon die aktiven Lehrkräfte ein Schlüssel, dieses Ziel zu erreichen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen mehr informatische Grundkompetenzen im erstmal eingeklammert Lehramtsstudium. Das endet natürlich nicht beim Lehramt. Das ist nur den Fokus, den ich habe. Das betrifft natürlich auch die anderen Studierenden. Wir in Dresden haben leider kein Studium Generale. Ich habe eben schon aufmerksam zugehört und werde mal Werbung dafür machen, dass wir wirklich solche Grundkompetenzen bei all unseren Studierenden unabhängig von ihrem Berufsziel erwecken können. Wir brauchen verpflichtende und qualitativ gute Lehrerfortbildung. Auch das meint nicht nur die Informatiklehrkräfte, sondern wirklich alle. Wir müssen es schaffen, dass in den Schulen die Offenheit dafür da ist, nicht nur mit den digitalen Medien zu lernen, auch das sind schon einige Herausforderungen, die wir meistern müssen, sondern auch wirklich über. Und damit meinen wir, dieses informatische Grundverständnis zu schaffen, was die Lernenden auch in die Lage versetzt, die Technologien, die wir heute noch nicht erahnen, aber vielleicht in 5 oder 10 Jahren schon Realität sind, noch zu beherrschen. Dazu brauchen wir Kooperationen, Interdisziplinarität war eben auch schon mal Thema. Wir müssen die Informatik verzahnen mit anderen Disziplinen.
Wir müssen Kooperationen schaffen zwischen Hochschulen und Schulen, denn die Schulen alleine in diesem Prozess zu lassen, wird einfach nicht funktionieren. Wir brauchen das Know-how von Menschen, die sich in der Forschung mit zukünftigen Visionen beschäftigen und diese eben auch in die Schulen hereintragen, an die Lehrkräfte und auch an die Schülerinnen und Schüler direkt. Ebenso brauchen wir mehr Kooperationen zwischen IT-Firmen und den Schulen. Und das war in meiner Vorstellung eben schon mal Thema. Für mich sind da auch außerschulische Lernorte ganz, ganz wichtig, zumindest so lange, wie wir es noch nicht geschafft haben, es flächendeckend in die Schule zu bringen. Und außerschulische Lernorte heißt ja auch nicht, dass die bei 18-Jährigen Schluss machen, sondern die sind wirklich offen für alle Menschen. Das ist dieser FabLab oder Maker-Gedanke, dass man alle Menschen einlädt und gemeinsam neue Dinge ausprobiert, Technologien erprobt, auch mal Fehler macht, auch mal Missgeschicke passieren und einfach so eine offene Lernatmosphäre schafft, jungen wie auch älteren Menschen das Gefühl gibt, nicht abgehangen zu sein, sondern an diese Themen sich heranzutrauen, auszuprobieren und auch mit dem einen oder anderen Experten dann einfach mal über diese Themen zu diskutieren. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank von meiner Seite und ich freue mich auf die Fragen und die Diskussion. Ja, vielen Dank, liebe Frau Bergner, für diese Einführung und für diese wichtigen Informationen. Jetzt schaue ich mal wieder auf den Chat. Herr Rikzi meldet sich mit einer Frage. Vielen Dank, Frau Professor. Ich hätte eine Frage, die sozusagen eine Reflexion über den Prozess zu Ihrem Ausblick beschreibt. Wenn Sie sagen, mehr Informatik für alle, dann meinen Sie natürlich, das haben Sie auch gesagt, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrende aller Art. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, das ist ein paar Tage her zugegeben, aber auch von jüngeren Geschwistern und jetzt schon der nächsten nachwachsenden Generation meiner Familie, da hat sich insofern bei den Informatiklehrerinnen und Lehrern ist nicht geändert, dass die nicht nur ihr Fach unterrichten, sondern dann auch noch ungewollt ehrenamtliche IT-Abteilungen in ihren Schulen darstellen, dann herhalten müssen, wenn die Computer oder das Mediengerät in den anderen Fächern nicht funktionieren, denn die Kolleginnen und Kollegen dann sagen, ja, ich habe ja Chemie studiert und nicht Informatik, ich habe ja Kunst studiert und nicht Informatik. Diese Einstellung ist ja noch vorherrschend in weiten Teilen. Und diese Einstellung vererbt sich natürlich in gewisser Weise an die Schülerinnen und Schüler, die dann da vor einem sitzen. Jetzt habt ihr Geschichte, jetzt habt ihr Informatik und dergleichen. Ich hatte das Glück, aus einem dieser grünen Länder zu kommen und schon zu meiner Zeit hatte ich Informatik. Aber dieses Problem beißt ja. Und wenn dann die Schülerinnen und Schüler dann an die Hochschulen gehen, und dann ihre Fächer studieren, zu denen sie hoffentlich einen starken Bezug haben und ein Interesse, dann ist da ja ebenfalls noch nicht deckend diese Einstellung, wir brauchen alle diese Medienkompetenz. Das werden dann wieder die nächsten Lehrerinnen und Lehrer. Das klingt für mich wie ein Teufelskreis, den zu durchbrechen sie ja zwar versuchen, aber sozusagen dann auch wieder in Deutschland, im Föderalismus, in einem Land sind, das da etwas Wichtiges tut und auch was Gutes tut. Sie haben Projekte vorgestellt. Aber das ist in der Vorstellung, wie Schule laufen muss in Zukunft, wo wir gerade in Zeiten von Corona fast gefühlt manchmal jede Schule ein eigenes oder auch gar kein Digitalkonzept erstellt. Sehen Sie da irgendwo einen Hebel, um genau diesen Teufelskreis zu durchschlagen? Ich glaube, Sie sprechen sogar eigentlich schon drei Probleme auf einmal an und bei allen drei sehe ich einen kleinen Hoffnungsschimmer. Das erste Problem ist tatsächlich die Tatsache, dass Informatiklehrkräfte einfach aufgrund ihres technischen Know-hows noch den Vertretungsplan machen und die Webseite der Schule und noch irgendwie alle Computer administrieren. Das ist ein Riesenproblem, was auch ganz ehrlich einfach ein bisschen verschlafen wurde. Also man hat die Technologie zwar in die Schulen gesteckt, aber es gibt halt wenig Plan dafür, wer sich um diese kümmert. Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, die ja häufig vom Schulträger, also wirklich auf kleinster Ebene, unterschiedlich aussehen, ob eben Firmen beauftragt werden, diese Geräte zu administrieren, ob es den heiß ersehnten IT-Hausmeister, nennen wir es mal so, in den Schulen geben wird. Dafür gibt es ja jetzt auch wieder ein neues Geldpaket,
so dass man genauso wie, wir sagen immer, wie der Physiklehrer nicht die Glühbirne wechselt, natürlich der Informatiklehrer eigentlich auch nicht sich um den Serverraum kümmern muss oder so. Aber so ist es im Moment in den Schulen noch. Also ich glaube, dass die Gelder dafür auffindbar sind. Ich glaube, sie werden auch gefunden. Die viel größere Herausforderung, die dann auf uns zukommt, ist, wer soll diese ganzen Stellen besetzen? Es ist jetzt schon unglaublich schwierig, Menschen zu finden, egal ob jetzt auf Hochschul- oder auf Ausbildungsebene, die eben diese IT-Kompetenzen mitbringen. Und wenn jetzt plötzlich alle Schulen IT-Hausmeisterinnen oder Ähnliches einstellen würden, sehe ich noch nicht, wie wir das hinbekommen. Aber es hilft nichts anderes. Wir müssen den Weg gehen. Wir müssen das Geld dafür in die Hand nehmen. Und an dem Geld scheint es im Moment tatsächlich etwas weniger zu scheitern, als dann an den Möglichkeiten oder Konstrukten, das umzusetzen. Das Zweite, das ist wirklich diese Medien- und auch informatische Kompetenz für alle Lehrkräfte, damit eben nicht nur die Informatiklehrkräfte einmal die Woche den Computerraum benutzen, sondern eben wirklich alle. Und da gibt es einen ganz konkreten Hoffnungsschimmer und tatsächlich auch mal deutschlandweit, das ist in unserem 16-teiligen Bundeslandsystem ja gar nicht so einfach, aber dass wir Medienbildung für alle Lehramtsstudierenden anbieten müssen. Also alle Hochschulen in Deutschland sind jetzt aufgefordert. Das ist natürlich ein Prozess, der auch wieder ein paar Jahre dauert, aber ganz konkret Medienbildung für alle Lehramtsstudierende von der Grundschule bis eben zur weiterführenden Schule zu unterrichten. Das wird also kommen. Es werden alle neuen Lehrkräfte durchlaufen. Es gibt leider noch kein System für die vielen, vielen aktiven Lehrkräfte, die wir schon haben, die wir ja eigentlich danach schulen müssten in irgendeiner Form. Das ist tatsächlich in Deutschland extrem schwierig, diese Lehrerfortbildungskultur oder Verpflichtung einzuführen. Da habe ich nur die Hoffnung, dass wir da vielleicht irgendwann mal einen Lösungsansatz bekommen, zumindest für die neuen Generationen. Die haben dann alle schon mal einen Einblick in die Medienbildung bekommen. Und jetzt habe ich tatsächlich das dritte Problem vergessen. Wissen Sie es noch? Ja, Sie haben ja jetzt schon mehrere Ansätze gebracht. Ich würde aber aufbauen darauf, auf etwas, was Sie sagten und Frau Joost auch schon andeutete. Sie sagten nämlich am Anfang, der Wille zur Verbesserung der Welt, obwohl man jetzt keine Expertin oder ein Experte ist, aufbauend auf der Vorstellung, wir haben in diesem Fach und überhaupt in den Fragestellungen, die damit zurückhängen, nicht den Wissensvorsprung, den Lehrerinnen und Lehrer sonst häufig haben. Das ist der Geschichtsdozent, der ist hoffentlich mehr als ein paar Wikipedia-Artikel seinen Studierenden voraus, oder beispielsweise. Das ist hier nicht ganz so, weil wir in dem gesellschaftlichen Transformationsprozess sind. Ist das nicht auch eine Schwierigkeit, wenn wir uns überlegen, inwiefern wir denn überhaupt die Mediendidaktik, die gewünschte Informatikexpertise beibringen? Schon allein jetzt mal weitergedacht, die Frage, was über das technische Know-how, mit welcher Einstellung und Gesellschaftsvorstellung gehen wir denn daran? Das hat mich auch direkt wieder auf den noch dritten Punkt, der noch offen war, eben gebracht, und zwar dieses Fächerdenken, was wir in den Schulen haben, was eben dazu führt, dass sich jede Lehrkraft nur für ihr Fach verantwortlich fühlt. Und ich sage mal, Medien, das geht meistens noch so ein bisschen, also dass sie irgendwie Beamer einsetzen oder so, das ist natürlich klar. Aber informatische Bildung ist für die meisten dann wirklich ein weiter Weg zu gehen. Es gibt zwei spannende Ansätze, die zusammenkommen, würde ich sagen. Das eine ist tatsächlich, fachunabhängig zu denken. Wir haben hier in Dresden mit der Universitätsschule eine Vorreiterschule, die projektorientiert denkt, die gar keinen Unterricht im Sinne von 8 Uhr bis 8.45 Uhr findet jetzt Mathe statt und dann von 9 bis 9.45 Uhr irgendwie Geschichte, sondern die in größeren Blöcken denken, die in Lerngruppen Projekte erarbeiten, wo natürlich Wissen aus der Geschichte, Wissen aus der Informatik, dem Deutschunterricht zu tragen kommen. Das heißt aber natürlich auch, die Lehrenden müssen kooperieren, denn es wird uns nicht gelingen, dass jeder Experte in allen Bereichen ist. Das ist auch nicht das Ziel und nicht die Erwartung, die wir haben, sondern dass sich dann eben Lehrkräfte miteinander zusammentun und ausgleichen. Und das kommt dann mit der weiteren Idee zusammen, externe Partner reinzuholen. Auch da sind viele Schulen schon super offen und arbeiten eben mit Hochschulen zusammen oder eben auch mit Firmen zusammen, insbesondere um sich vielleicht die technologische Perspektive mit reinzuholen, wenn es im Lehrerkollegium manchmal vielleicht sogar auch gar keine Informatiklehrkraft gibt. Auch das gibt es an deutschen Schulen.
und dass man eben so mit externen Partnerinnen und Partnern zusammenarbeitet und vielleicht ja auch sogar mal über die eigene Schulhofgrenze hinaus, also mit anderen Schulen. Viele tauschen sich ja zum Beispiel im Twitter-Lehrerzimmer aus. Also da sind schon viele tolle, engagierte Lehrkräfte unterwegs und wir müssen es jetzt schaffen, den Rest noch mitzunehmen. Also die Leuchttürme gibt es schon. Wir sehen Ideen, wie es funktionieren kann, beispielsweise fachunabhängig, projektorientiert zu lernen. Und jetzt müssen wir es noch schaffen, das eben in die Breite zu tragen, dass es keine Leuchttürme bleiben, sondern dass wir flächendeckend in Deutschland eine neue Form von Unterricht, und dazu zählt eben auch das Thema Digitalisierung, ganz stark umsetzen können. Ja, ich schaue nochmal in den Chat, da ist zurzeit keine Frage. Ich wollte nochmal aufgreifen, Ihren Ansatz, informatische Grundkompetenzen, die vermittelt werden sollen. Können Sie uns vielleicht ein bisschen deutlicher machen, was Sie dazu zählen? Ich frage das vor dem Hintergrund der Kritik, die ja immer wieder kommt, zum Beispiel an Rahmenvorgaben oder Eckwertepapieren und so weiter, wenn da eben steht, Sie haben das ja auch uns gezeigt, die Leute, also die Jugendlichen, die Kinder, aber natürlich auch die Lehrenden, sollen in der Lage sein, Algorithmen zu erkennen, Algorithmen selbst gestalten. Da kommt ja oft diese Kritik. Was heißt denn da noch Grundkompetenz, wenn doch die Fachleute nicht mal mehr in der Lage sind, Deep Learning Algorithmen zu verstehen und so weiter. Sie kennen diese Kritik. Deswegen nochmal meine Frage, wie umfangreich, was muss an Grundkompetenzen vermittelt werden? Wie umfangreich muss das sein, damit das tatsächlich überhaupt einen Effekt auslösen kann im Hinblick auf solche Klärungsprozesse wie Erkennen oder Selbstgestalten von digitalen Prozessen? Also ganz konkret wird diese Diskussion immer daran, ob alle programmieren lernen sollen. Meine persönliche Antwort beziehungsweise die unserer Community ist selbstverständlich ja, aber vielleicht nicht in der Form, wie man sich als externe Programmieren vorstellt. Also es muss niemand 5 Programmiersprachen im Detail beherrschen und da irgendwie die Syntax, aber es sollte wirklich jeder Mensch mal etwas programmiert haben. Dazu gibt es eben auch für Kinder und geht auch für Erwachsene auch solche blockbasierten Sprachen, in denen man sich das in Anführungszeichen zusammenklicken kann, um aber einfach zu verstehen, wie ist der Ablauf so eines Programms? Was kann eine Maschine nacheinander? Schon bei Parallel wird es ja schwierig, also echte Parallelität, wie wird die simuliert? Dass man einfach versteht, wie man ein Problem löst. Das ist zum Beispiel Hausautomation immer ein sehr beliebtes Beispiel, dass man irgendwas bei sich zu Hause künstlich jetzt erstmal steuern kann. Also irgendwie der Kühlschrank merkt, wenn die Milch leer ist und dann vielleicht eine neue bestellt oder Ähnliches. Und dass man diese Abläufe in Maschinensprache einmal durchlaufen hat. Ich glaube, erst dann kann man verstehen, was eben Maschinen können und was eben Maschinen nicht können. Und darauf aufbauen kann das natürlich sehr viel weitergehen, wenn wir wirklich über neuronale Netze und Ähnliches sprechen. Aber auch dieses AI Unplugged-Programm hat es geschafft, die Sachen so zu reduzieren, dass man den Kern versteht, ohne dass man jetzt Softwareentwickler werden muss oder Softwareentwicklerin. Also ich glaube schon, dass eine Grundkompetenz im Programmieren dazu gehört, meint einer Maschine beibringen, Dinge zu tun. Hat nichts mit einer speziellen Programmiersprache oder Ähnlichem zu tun, um zu verstehen, wie die Abläufe, also die Algorithmen da umgesetzt werden. Und entsprechend umgekehrt, dass man Algorithmen tatsächlich deuten lernt. Beispiel ist zum Beispiel, ob man einen Hauskredit vergibt, nur weil man in einer gewissen Gegend wohnt, beispielsweise, wo viele verschuldete Menschen wohnen. Was für Auswirkungen hat das dann auf mich? Oder auch heute schon, wie werden medizinische Behandlungen systematisiert? Wie werden die nacheinander angeboten? Von welchen Faktoren hängt das ab? Wo es ja gar nicht der einzelne Mensch ist, sondern praktisch seine Repräsentation, also seine Blutgruppe, seine Daten, die über ihn eben vorliegen, sein Alter oder Ähnliches. Und wenn man das tatsächlich verstanden hat, das können wirklich auch schon junge Kinder, und ich glaube, das kann wirklich jeder Mensch auf der Welt in diesen Grundzügen eben verstehen. Und das wäre dann das Entscheidende, dass wir natürlich alle nicht genau wissen, wie jetzt beispielsweise der Google-Suchalgorithmus funktioniert. Das wird immer so bleiben und das wird auch noch immer mehr werden, dass wir Dinge auch nicht verstehen und dass es vielleicht sogar keinen Menschen auf der Welt gibt, die oder der so ein Phänomen als Ganzes versteht, sondern eine Gruppe von Menschen etwas gemacht haben, was wir aber, und das ist die wichtige Botschaft an alle, kontrollieren können.
Also, dass wir nicht die Angst verbreiten, dass diese Maschinen uns jetzt irgendwie, wie es in manchen Science-Fiction-Filmen immer der Fall ist, uns irgendwie überrumpeln würden, sondern dass wir zumindest noch, und ich hoffe, das bleibt so, die Kontrolle darüber haben und uns auch eben überlegen, wo müssen wir vielleicht auch einen Schlussstrich in der Entwicklung ziehen, wenn es doch droht, dass wir die Kontrolle verlieren würden. Okay, vielen Dank. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen und wir haben auch genau den Endzeitpunkt unseres vormittäglichen Gesprächs erreicht.